Ha, Lilo. Ich bin umgestiegen auf Ubuntu 12.04 in der 64-Bit-Version, habe mir mein System komplett neu eingerichtet. Das ist jetzt die aktuelle Version Precise Pangolin. Hat auch das HUD, Alt-Taste drücken, Systemeinstellungen draufgeklickt, nach unten geblättert, Einzelheiten. Wir sind jetzt hier unter Ubuntu 12.04 LTS in meiner schon wieder etwas verbastelten Version. 64-Bit habe ich jetzt mittlerweile. Installiert damit meine 12 CPUs bzw. 6x2 Threads angezeigt werden. Gut, ein paar Feuereffekte habe ich auch schon gemacht, aber dazu hatte ich schon genügend Videos gemacht. Wir wollen uns schauen jetzt mal GIMP. GIMP habe ich schon installiert und installieren könnt ihr es, indem ihr zum Beispiel hier auf dieses Symbol geht, nach Anwendungen sucht, zum Herunterladen und dann findet ihr dieses Symbol, könnt es installieren. Gut, ich habe es natürlich schon installiert und habe dann den Background Precise Pangolin bei Vlad Gerasimov habe ich schon bearbeitet. Der sieht ja normalerweise so aus. Gut, und diesen Background findet ihr im folgenden Ordner: User Share Backgrounds. Da findet ihr das Bildchen. Öffne mit GIMP. Gut, kann ich das wieder zumachen. Als nächstes auch wieder mit dem HUD. Normalerweise kennt man das ja, dass man hier auf hier oben drauf geht und geht dann zum Beispiel auf Farben einfärben. Farben einfärben. Mit dem neuen HUD kann man auch direkt darauf gehen. Wenn man jetzt wüsste, es gibt einen Befehl, der heißt einfärben, drücke ich die Taste Alt und sage großgeschriebenes E einfärben. Farben einfärben. Zack, bin ich auch da drauf. So, und dann tut's schon auch direkt was. Den Farbton suche ich mir jetzt so aus, wie ich es gerne hätte. Ja, kann ich mir je nach Lust und Stimmung aussuchen. Ich sag mal, blau die Sättigung etwas dunkler, Helligkeit etwas runter und dann ist es schon etwas anders. Ja, so ist es schön dunkelblau und sage ich, okay, habe ich schon was Blaues. Gut, das Bild muss ich mir hinterher speichern unter anderem Dateinamen. Das ist klar, weil ich in User Share Backgrounds nicht speichern kann als normaler User. Gut, dann gibt es Lichteffekte. Alt gedrückt, Lichteffekte. Filter, Licht und Schatten, Lichteffekte. So könnt ihr das auch erreichen. So, und da habt ihr direkt den Effekt, den ich genutzt habe. Habt da so einen Lichtpunkt gesetzt, den Abstand etwas größer. Das Licht kann man hier auch noch bearbeiten, wenn man möchte. Licht 1, Intensität, höhere Intensität, dass es heller wird. Ja, kann man hier einstellen. Höhere Intensität, dann ist mein Lichtpunkt heller. Noch heller. Okay. Und dann wird das berechnet. Das dauert einen Moment, je nach Rechnergeschwindigkeit kann das variieren. Dann müsste es da oben, von dort oben aus heller werden. Schwupp. Und jetzt kann ich das speichern. Auch wieder das HUD. Speichern. Richtig schreiben. Datei speichern. Ja, Datei speichern unter am besten. Denn in diesen Ordner könnt ihr nicht speichern. Ihr geht dann auf eure persönlichen Ordner und könnt dort speichern bei Regrunner.jpg. JPEG-Bild speichern. Qualität. Das ist mir jetzt eigentlich wurscht. Oder wie auch immer. Dann hätte ich das gespeichert. Gut. Kann ich das wieder zumachen, das GIMP, und kann hier mit rechter Maus den Hintergrund der Arbeitsfläche ändern. Kann dann in Bilderordner gehen. Gut. Den hatte ich schon hinzugefügt. Ich mache mal Plus bei Regrunner. Gut. Hier sieht man, da habe ich die schlechte Qualität gewählt mit 0. Den mache ich jetzt nicht. Und ich gehe nochmal zurück auf mein GIMP. Man kann auch mit Alt und F2 GIMP starten. So, und ich kann dann auf Datei, zuletzt geöffnet, bei Vlad nochmal, ich kann nochmal sagen, Alt-Taste einfärben. Einfärben zum Beispiel auf das Blau, okay. Und dann Alt-Taste
Helligkeit, Helligkeit, Kontrast. Helligkeit könnte ich höher, tiefer setzen. Kontrast mehr oder weniger. Könnte sagen, okay. Alt-Taste, Lichteffekte. Ja, also falls das mal nicht hinhauen sollte, das passiert ja ab und zu noch. Perfekt ist es noch nicht. Escape, Escape. Dann über das normale Menü, vielleicht vorher erstmal den Titel über Überschrift anklicken. Filter. Und dann Licht und Schatten, Lichteffekte. Das nochmal einstellen. Abstand einstellen, Licht, Intensität, meinetwegen 5. Noch größer. Okay. Und dann wird das wieder berechnet. Und dann speichere ich das nächste Mal die JPEG-Datei, meinetwegen mit 100% Qualität. Und dann sieht das schon besser aus, ja. So. Datei. Speichern unter. In meinem persönlichen Ordner. Das überschreibe ich jetzt. Das war ja schlecht gewesen. Speichern. Ersetzen. Qualität. Sagen wir 100%. Speichern. Schließe ich GIMP. Zack. Rechte Maustaste. Hintergrund der Arbeitsfläche ändern. Bilderordner. Und da kann ich dann das Bild hinzufügen. Öffnen. So. Geht das? Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.